Hallo meine Lieben. Ja, lang, lang ist's her und heute habe ich ein Projekt für euch, in das ich mich so schockverliebt habe. Das ist nicht von mir, aber ich habe mir das nicht abgespeichert, von wem es ist. Tut mir auch total leid, ich habe auch alles jetzt heute Morgen nochmal abgesucht. Ich finde es nicht wieder. Das habe ich auch schon vor längerem gesehen und von daher, ja, ich hoffe, ich finde es noch, dann würde ich es nochmal nachträglich unten reinschreiben in die Infobox. Aber ich fand das so süß und natürlich habe ich jetzt auch mit ganz anderen Materialien als Sie gearbeitet. Und ja, ich habe das gestern bei Insta gepostet und da kam dann eine Menge Anfragen, ob es dazu eine Anleitung gibt. Aber wie gesagt, ich habe es leider nicht wiedergefunden und habe gedacht, komm, dann mach du eine. Benutzt ja auch ganz anderes Material als Sie. Und ich zeige euch das einmal. Und zwar ist der Clou an diesem Album, dass es nicht wie ein richtiges Album von rechts nach links aufgeklappt ist, sondern es steht auch schön im Regal, wenn es zugebunden ist und besteht aus lauter so kleinen Taschen, in die ich dann entweder einen Tag reingemacht habe oder aber so eine Fotomatte, ja, die man so aufklappen kann. Da kann man also eine Menge Fotos, Erinnerungen und was auch immer über das ganze Jahr einbringen. Ich lege das mal so hin. Ich habe das jetzt bestückt mit 12 Taschen, eben für jeden Monat eins, weil das ist jetzt hier ein Babyalbum. Und genau, das ist total schön. Das muss man ja nicht nur so fürs erste Jahr machen, sondern man kann das ja auch tatsächlich so machen, dass man für jedes Jahr vielleicht so ein kleines Album erstellt, wo man Sachen aufbewahrt oder wie auch immer. Die Außendeko ist ja auch gewollt, wie man möchte. Und ich habe mir jetzt eben überlegt, dass ich für mich eins mache, ebenso fürs übers ganze Jahr, wo man Gedanken oder auch Bilder oder Eintrittskarten oder was auch immer unterbringen kann in den kleinen Täschchen. Und das würde ich dann jetzt mit euch zusammen basteln. Es ist jetzt zwar schon der Februar, aber ich habe tatsächlich vom Januar so ein paar Sachen auch gebastelt und festgehalten, auch auf Bildern, die ich dann schon dort einpflegen kann. Ich packe das mal an die Seite und ich würde sagen, wir beginnen mit den Taschen. Also die Dame, die das in dem Video gebastelt hat, die hatte dafür eine Stanzform. Die habe ich nicht. Das ist eine uralte Stanzform wohl von Stampin' Up. Und ich habe jetzt diese Täschchen eben selbst gestaltet. Hier, ich zeige euch das nochmal einmal, habe ich als Abschluss oben für die Taschen diese, weil es eben für ein Mädchen ist, sieht man an den Farben ja auch, es gibt ja diese neue Trio-Stanze. Und da habt ihr ja zwei Möglichkeiten. Einmal eben dieses Dreieck oben raus zu stanzen, so wie ich das jetzt bei meinen gemacht habe. Oder aber eben etwas verspielter mit dieser Blütenstanze. Ihr könntet natürlich auch nehmen eine Randstanze. Oder es gibt ja auch so Stanzen mit so einem, ja, wie nennen die sie jetzt nochmal? Moment, ich zeige sie euch. Ich habe von diesen Stanzen sowas hier. Komm jetzt nicht drauf. Ich habe aber von diesen Stanzen jetzt halt keine Stanze, wo ich sagen würde, die hätte ich als Abschluss schön gefunden. Und darum bin ich auf diese neue Trio-Stanze umgeschwenkt. Da habe ich dann auch sofort für den Tag hier dieses kleine Ding, um so ein Löchlein rein zu stanzen. Und ja, ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Ich habe das dann mal eben weg. Und dieses Mal habe ich gearbeitet, also das ist ja das Papier, habe ich hier komplett benutzt, dieses 48er Pack aus der Celebration, weil ich das wunderschön finde. Und wie gesagt, ich bin dann auch in diesem Papier geblieben, habe das sehr bunt gestaltet. Und dieses Mal würde ich gerne das Papier benutzen, weil ich davon auch noch so viel habe. Das ist dieses Gastgeberinnenpapier Tagtraum aus dem Jahreskatalog. Und ja, ich habe mir angewöhnt, dass ich diese größeren Abschnitte kommen mit in die Hülle und diese kleineren Abschnitte, die sammle ich auch, aber die sammle ich jetzt in so kleinen Täschchen. Also wenn ihr so Interesse, da könnte man jetzt eben auch noch mit einem Band zubinden, aber solange ich das benutze, um es in die Hülle zu tun, habe ich gedacht, muss ich das nicht. Das lässt er einfach so. Also wenn ihr Interesse habt und wissen wollt, wie ich diese kleinen Taschen gebastelt habe, die sind auch aus DSP gemacht, dann sagt, und das kommt jetzt mit da rein und dann verschiebe ich die nicht immer, dann verknicken mir die nicht. Dann schreibt mir einfach einen Kommentar unten in die Infobox. So, wir fangen an. Und zwar fangen wir an mit den kleinen Taschen. Ich habe jetzt hier schon einige vorbereitet, weil wenn ihr einmal wisst, wie es geht, könnt ihr das Video anhalten, euch die Taschen bauen, weil die braucht ihr ja. Und eine ist jetzt noch übrig.
Und zwar ist das auch ein DSP. Davon braucht ihr 12 mal für 12 Taschen, 20 mal 14,5. Und die werden jetzt wie folgt gefalzt. Ihr legt oben die kurze Seite an und dann lege ich hier auf dieser Seite bei 1,5. Das würde jetzt der Boden sein. Also wenn ihr jetzt ein Papier habt mit einer Richtung, müsste das im Prinzip so rum drin liegen, weil jetzt falzen wir erst den Boden. Und da falzen wir bei 1,5. Dann drehe ich es um 90 Grad und die nächste Falz ist bei 5,4. Bei 14,6. Dann drehe ich es wieder um 90 Grad. Jetzt liegt der Boden hier unten. Lege es hier wieder bei 1,5 an und nicht falzen. Stopp. Jetzt nehme ich mein Messer und lege es mir hier zwischen die beiden Falzlinien. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich nehme das mal hoch. Wir haben ja hier die obere und hier die untere Falz. Und dazwischen lasse ich das Messer rein. Und jetzt schneiden wir nur diesen Mittelteil aus. Heißt, einmal nach oben und das macht langsam, schneidet nicht übers Ziel hinaus. Ich kontrolliere dann immer, hier ist noch ein bisschen, kann ich noch ein kleines Stückchen weiter. Wird jetzt auch hier aufhören. Da oben passt es schon ganz gut. So, das war es auch mit dem Schneidebrett erstmal. Dann schneide ich jetzt hier, jetzt ist es wieder das Problem mit dem Licht, genau auf der Falzlinie auf dieser Seite und auf dieser Seite auch dieses Teil raus. Ja, dann dreht ihr das und jetzt beim Schneiden, ich habe jetzt hier die Falzlinie. Ich glaube, ich knicke das einmal, damit ihr es besser sehen könnt. So. Dann kann ich es auch von hier aus zeigen. Also wir schneiden einmal die Falzlinien weg, heißt, ich schneide einmal hier und einmal hier, weil dieses Teil bleibt stehen. Das wird dann eure Lasche. Und diese beiden Teile hier unten vom Boden, Moment, ich falze auch noch mal. Die schneiden wir raus und die schneiden wir so raus. Wir sehen ja jetzt hier diesen Nupsi, ja, und so ein ganzes Stück über dem Nupsi schneide ich das weg, weil wenn wir das gleich zukleben, muss ja hier genug Platz sein, dass wir nicht über diese Falz kommen. Und darum schneide ich immer großzügig hier ein Stück weg. Heißt, hier ist diese Falzlinie gut zu sehen, glaube ich. Hier. Und ich schneide jetzt halt ein ganzes Stück oberhalb dieser Falz. Also, dass ich diesen Knubbel, der da ist, wirklich komplett rausschneide. Ja. Jetzt drehe ich mir das ein und dann nehme ich meinen Eckenabrunder. Da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, ihr könntet auch nehmen, wenn ihr noch habt, dieses Envelope Punch Board. Da runde ich mir jetzt vom Boden die Ecken ab. So, nun brauche ich Flüssigkleber, also ich mache es mit Flüssigkleber. Mache ich hier einen ganz kleinen Streifen. Ne? Ich nehme doch kein Flüssigkleber anscheinend. Und hier innen. Das ist jetzt ein bisschen Sargfühl. Und dann klappe ich das einfach nur hier zusammen. Nicht zu viel Klebstoff, nämlich nicht, dass ihr euch die Tüte zuklebt. Und dann klebe ich hier unten nicht über die Falz das einfach um und streiche es gut fest. So. Und jetzt wäre der Zeitpunkt zu sagen, entweder ich lege mir eine Randstanze an oder eben was auch immer ich will ja jetzt oder eben hier die Stanze. Bei dieser Stanze müsst ihr nur aufpassen. Wo ist ein Stück Schmierpapier? Wenn ihr es einmal so rumstanzt, dann habt ihr das so. Dann müsst ihr das Papier drehen und so stanzen, damit das gleich ist. Ja? Da müsst ihr aufpassen. Also einmal so rum, drehen auf die andere Seite und so rum, damit beide Seiten gleich sind.
Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr das nicht macht. Also, und wenn ich das jetzt so lasse und es einfach so, dann passt das nicht zusammen. Seht ihr das? Also, ihr müsst stanzen, drehen, stanzen. Nur so als kleiner Tipp, da muss man aufpassen. Bei diesen Ecken ist das im Prinzip nicht nötig, aber ich mache es trotzdem, dass ich das Papier einmal drehe, diese Seite stanze und somit habe ich jetzt mein Tütchen auch fertig. Ich habe die jetzt hier alle schon beschriftet, weil ich das ja als Jahresalbum nehmen will. Und zwar habe ich die genommen aus diese kreative Tage. Die sind schön klein und da habe ich mir das auf mit Memento auf weiß aufgestempelt und mir fehlt jetzt hier noch der Mai. Da nehme ich dann meinen Kleberoller. Mach da ein bisschen Kleber drauf und klebe mir das jetzt hier oben in. Und dann kommt er eben in der Reihenfolge hier. März, Januar, Februar, März. Wo ist mein April? Hilfe, mein April ist weg. Nein, April, da ist er. Mai, Juni, Juli. Und da habe ich jetzt halt geguckt, dass ich das farblich ein bisschen mische. So, dann wären die Tüten fertig. Die können dann zur Seite. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr schon ein ganzes Stück. So, jetzt brauchen wir Graupappe. Und zwar zwei Stück in dem Maßen 10,5 x 14 und ein Stück in dem Maß 3,5 x 10,5. Und die werden dann ja letztendlich so aneinander geklebt. Ja, jetzt müssen wir ja diese Graupappe erstens verbinden und zweitens bekleben. Und da habe ich jetzt ein Stück Buchbinderleinen für benutzt. Meins ist 8 cm breit. Das gibt es ja in verschiedenen Breiten. Das Problem ist aber, dass hier dieses Mittelteil schon 3,5 ist. Und wenn ich das hier auflege, habe ich jetzt hier rechts und links noch genug Auflagefläche. Ich habe auch Buchbinderleinen in 5 cm, aber das war mir zu knapp und zu wenig. Das mag durchaus gehen. Mir hat es aber nicht so gut gefallen. Seht ihr, dadurch, dass dieses Mittelteil, weil ich ja 12 Tüten reinbringen will, während, und ich muss ja jetzt hier auch immer einen Platz lassen dazwischen, wäre mir das hier zu knapp gewesen. Ja, also ich habe 8 cm Buchbinderleinen benutzt und ich glaube auch, das war eine gute Idee. Ja. Wie ihr hier bei dem Album sehen könnt, habe ich erst die Teile verbunden und habe dann das, den Farbkarton aufgeklebt. Und genauso machen wir das jetzt auch wieder. Heißt, ich löse mir hier die Schutzfolie. Jetzt klebt das ja wie die Hölle. Jetzt habe ich bei dem breiteren geht es, bei dem schmalen ist es ganz schlimm. Und jetzt positioniere ich mir erst mein mittleres Teil. Ja, guck jetzt, dass ich ungefähr von oben und unten gleich viel Platz habe. Und dann mache ich das so. Ich weiß, also ihr müsst das so nicht machen. Ich habe jetzt hier nochmal einen Abschnitt von der Pappe, die genauso breit oder dick ist. Die lege ich mir jetzt im Prinzip ganz nah hier dran. So. Und lege dann oben und unten. Jetzt kann ich hier so schlecht drüber gucken. Ich glaube aber, also ein bisschen fixieren. Ganz knapp dran pressen. Das drauf. Und dann ziehe ich die wieder ab. Und somit habe ich aber genug Spiel, um hier gleich das Album vernünftig knicken zu können. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Heißt, ich nehme eben diese Dicke der Graupappe, stelle das so aufrecht hin und gucke dann, dass ich hier ganz nah an dieser Pappe dran gucke, dass ich die Höhe erwische, bevor ich es dann fallen lasse. Und dann kann ich das rausziehen. Dann werden einfach nur noch die, und jetzt müsst ihr halt schön aufpassen, das ist eben wieder auch eine sehr, sehr dicke Graupappe. Ich habe im Moment leider nicht diese 1,5 mm Graupappe. Und dadurch verschiebt sich das schon mal gerne. So, dass ihr das dann hier möglichst gerade drüber klebt. Ich habe jetzt hier so einen Spachtel, der ist von Via Memory Keepers. Den benutze ich ganz gerne für sowas. Ich gehe dann auch nochmal hier und da an die Ecken dran. Ja,
Dann gehe ich mit meinen, das könnte ich auch hier mitmachen, schon einmal so rein. Und somit wäre das hier schon mal fertig. Gehe dann auch hier noch mal einmal drüber. Und jetzt fangen wir erst mit außen an. Und zwar habe ich für außen zweimal Farbkarton in 14 mal 15 cm. Und da müsst ihr jetzt überlegen, müsst ihr jetzt gucken, wie breit soll euer Abstand sein, so dass ihr ringsrum ungefähr den gleichen Rand habt, um das aufzukleben. So. Und dafür präpariere ich mir jetzt erst einmal mein Cover. Und zwar benutze ich da doppelseitiges Klebeband. Und ich habe, glaube ich, hier bin ich angefangen. Da müsst ihr mal gucken, wie gesagt, dass ihr hier so die erste Naht schön aufklebt. Und das auch schön festdrückt. Und jetzt müsst ihr das im Prinzip komplett damit bestücken. Und das mache ich ganz gerne, dass ich so ganz knapp an den Rand gehe und hier drumrum das Klebeband aufklebe. Ich glaube, dass ich diese Pappen sind von einem Actionblock die Rückseite. Ne, von dem Designerpapierblock von Action. Das waren die Rückseiten und die habe ich mir aufgehoben oder die hebe ich mir eigentlich immer auf. Das tue ich auch bei den besonderen Designerpapieren von Stampin' Up. Da habt ihr ja auch so eine dickere Pappe drin. Die kann man gut dafür benutzen. Ja, oder wenn ich mal so feste Kartons habe, die schneide ich mir dann auseinander, weil Graupappe ist teuer. Die kann man natürlich auch kaufen. Stampin' Up hat sowas nicht. Aber beim großen A kann man auch Graupappe kaufen. Aber ich finde immer A, so eine Wiederverwertung ganz gut, umwelttechnisch und ja, kostet dann halt auch nichts, ne? Also wenn ich so mal so kleinere Alben mache, dann benutze ich tatsächlich auch schon mal Kartonagen von Müsli-Schachteln oder sowas. Also die gehen durchaus auch, wenn jetzt das nicht so ein stabiles Album werden soll, so wie dieses. Ja, und das mache ich auf der anderen Seite auch. Da gucke ich jetzt hier, wie viel Abstand habe ich hier gelassen und ziehe mir das drum. Ich habe erst überlegt, das schon vorab zu machen, aber ich finde es immer schwierig, wenn jemand dabei ist, der noch nicht so viel und firm ist im Basteln von Alben, zu sagen, ja, guck dir mal diese und dieses Video an, da zeige ich dir genau, wie der Einband funktioniert. Da muss man in den Videos switchen. Ich hoffe, dass das Video jetzt aufgrund dessen nicht so lang wird, dass ich es hinterher nicht speichern kann, weil nochmal möchte ich im Moment das Album nicht basteln. Ja, aber wir drücken jetzt einfach alle mal die Daumen. Dadurch, dass ich eben jetzt auch schon diese Taschen vorgearbeitet habe, ich habe das, was reinkommt in die Taschen, die Tags und diese Klappkarten, die habe ich alle mit Ausnahme immer von einer fertig, so dass ich euch nur das Prinzip erklären und zeigen muss, die Größe, wie ich es gemacht habe, wie ihr es dann letztendlich macht. Das ist ja sowieso Geschmackssache, was für ein Papier ihr benutzt. Aber ich finde, das ist eine mega schöne Idee, um auch mal Designerpapiere zu verbasteln. Also ich finde gerade jetzt auch diese Gastgeberinnen-Sets, ich glaube, in diesem Jahr hatten wir schon, also vom letzten Jahr und diesem Jahr mit dem Jahreskatalog und den Celebration gibt es ja auch immer wieder diese Gastgeber-Geschichten. So viel Designerpapier, weil die Packs sind dann immer gleich 48 Blatt. Und eigentlich wird sich das wirklich anbieten, dass man mit einer Freundin zusammen sich diese Packs teilt. Ich habe aber hier niemanden, der bastelt im Prinzip, wo ich sagen könnte, hör mal, sollen wir das nicht zusammen und dann kriegt jeder die Hälfte, weil es sind bei diesen großen Gastgeberinnen-Designer-Papieren ja auch immer 48 Blatt, heißt man hat immer von jedem Design 4 Blätter und ja, da könnte man natürlich gucken und sagen, wir teilen uns die. Ja, aber gut. Und deshalb fand ich jetzt dieses Album auch ganz schön, weil eben diese Seiten komplett oder eben diese Tütchen komplett aus Designerpapier gemacht sind. Das hat mir gut gefallen. So, jetzt habe ich eine Seite. Jetzt nehme ich eins von meinen Blättern.
Da ist es auch egal, ob hier was aufgeschrieben ist oder nicht. Oder wenn ihr das schon mal so habt, so wie ich, meine kleine Schneideklinge. Ich habe mein Cut, damit geschnitten und das war keine gute Idee. Ich nehme jetzt auch die, weil da kommt ja nachher sowieso nochmal DSP drauf. Und jetzt gucke ich halt, dass ich genau nach Möglichkeit mittig genau an diese Klebekante diesen Cardstock aufbringe. So, das lasse ich jetzt auch erstmal so. Obwohl, wir können auch erstmal hier weitermachen. So, jetzt habe ich einen Falzstift. Entweder könnt ihr, da gibt es noch eine Aufsatzspitze hier für euren Aufhebhelfer, den benutzen. Da habt ihr ja auch so Falzkugeln dran, eine kleine und eine große. Könnte ich jetzt auch eigentlich mal machen. Ich nehme die kleine Falzkugel und dann gehe ich mit meiner Falzkugel so ganz nah an diese Graupappe und sage im Prinzip dem Cardstock schon mal die Richtung an, wo es hin muss. So, jetzt habe ich so ein Eckentool. Das ist für Graupappe mit bis 2 mm und das würde jetzt hier auch gut passen. Wenn ihr das nicht habt, also das heißt, ich kann das jetzt hier entweder anzeichnen oder mit dem Cuttermesser direkt abschneiden. Wenn ihr so etwas nicht habt, dann habt ihr sicherlich ein Geodreieck zum Basteln. Und da ist es so rum, dass ich diese Mittellinie und ihr seht, ob ihr die Mitte habt, weil hier ja auch die Einzeichnungen sind, dass ihr im rechten Winkel seid. Und dann schiebe ich das raus bis hierhin. Und dann könnt ihr mit einem Bleistift einen Strich machen und wisst jetzt, dass ihr so abrundet, weil hier muss dazwischen so viel Platz sein, wie eure Graupappe dick ist, damit ihr gleich die Ecken schön umbinden könnt. Also nochmal. Ich gehe hier in den rechten Winkel mit meinem Geodreieck. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja, also hier sind ja auf diesem Geodreieck ist ja hier der rechte Winkel eingezeichnet. Und den lege ich mir jetzt hier erstmal schön im rechten Winkel an, meine Graupappe. Und dann schiebe ich es um 2 mm ungefähr raus. Und dann könnt ihr euch hier einen Bleistiftstrich machen. Jetzt habe ich hier deutlich weniger als da. Aber ich denke, wenn ich das so hochbiege, das müsste reichen. Ja, aber wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schneidet lieber, weil auch das sieht man nicht, noch ein bisschen mehr ab. Wichtig ist, dass ihr was stehen lasst, weil sonst gucken hinter eure Graupappen raus an den Ecken und das wäre ja sehr, sehr unschön. So, jetzt mache ich Folgendes, bevor ich hier Klebeband aufbringe. Ich habe es ja schon gefalzt. Dann gehe ich hin und kippe das schon mal so ein bisschen in die Richtung, wie es soll. Um da auch nochmal sicher zu sein, dass mir der Farbkarton gleich nicht reißt. Ja, so. Jetzt kommt auch hier wieder, wie eben beim Mini-Alben ja eigentlich immer, doppelseitiges Klebeband hin. So. Dieses Klebeband ist nicht von Stampin' Up, aber wie ihr seht, hat das eine Riesenrolle. Das hat mein Mann mir mal besorgt. Und die will auch aufgebraucht werden. Ja. Da an. Und da setze ich mir jetzt hier einen Klebestreifen oben direkt an den Rand meines Farbkartons. Schneide es hier ab. Und das mache ich auf dieser Seite auch. Das könntet ihr auch schon vorher anbringen und dann hinterher mit dem Abschneiden der Ecken mit abschneiden. Aber letztendlich geht es auch so. Ich mache es noch so, dass ich hier unten, irgendwie ist meine Tülle, nochmal so ein Stück Flüssigkleber hinmache. Und das mache ich auch rundrum. So. Und als erstes lese ich jetzt von einer langen Seite, wichtig, von einer langen Seite den Kleber. Und dann kippe ich das so rüber und lutsche es hier auf. So,
Damit kann ich sicher sein, dass das jetzt hier schön bis an den Rand geklebt ist. Und dann, und genau dafür brauchen wir das, drücke ich hier diese Ecke rein. Ja? Und jetzt gehe ich an die andere lange Seite. Man kann das natürlich auch mit Designerpapier beziehen. Aber ich finde, mit diesem Farbkarton gibt das nochmal mehr Stabilität. So. Auch schön andrücken und auch hier so um die Ecke rumdrehen, das Papier. Ja, ganz wichtig, damit ihr da gleich keine Lücke habt. Und dann machen wir die nächste Seite ab. Könnt ihr gar nicht sehen, Entschuldigung. So, und auch hier gucke ich nochmal, das Papier schön reindrücke, damit ich gleich hier eine schöne zur Ecke habe. Ja, und dann drücke ich auch das nochmal richtig fest an. Und das gleiche machen wir jetzt auf dieser Seite. Leider kann ich meine Videos nicht schneiden, weil das mit dem Schneideprogramm nicht funktioniert. Somit kann ich auch keinen Schnelldurchlauf machen. Ja, ich muss mich dann nochmal, wenn ich mal viel mehr Zeit habe, damit beschäftigen. Und mein Jüngster, der sich damit ein bisschen auskannte, der hat ja das Haus verlassen, der ist ausgezogen, eine WG, der studiert. Ja, und jetzt habe ich so gar keine Hilfe mehr. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, es wird nicht zu lang, weil wir ja schon einiges vorbereitet haben. So, da haben wir das zweite Stück. Auch das lege ich jetzt wieder schön hier oben. Da ist ein Hunderhaar. Wenn ich das jetzt mit einarbeite, kriege ich es nie wieder raus. Oh je, ja, das hat sich unser Hund verewigt hier. Wunderbar. So, zumindest ist es da oben nicht mehr, dass es rausguckt. So, jetzt lege ich wieder hier. Ich gucke erst rechts und links, ich ungefähr den gleichen Abstand habe. Und lege das jetzt hier schön an die Kante und streiche es fest. Dann gehe ich wieder mit meinem Aufhebhelfer, mit der Kugel, mit der Falzkugel, einmal rundrum um den Rand, um dem Papier schon mal zu sagen, hey, hier geht es gleich lang. Dann dehne ich das langsam, das Papier. Also das müsst ihr wirklich auch langsam machen. Nicht, dass euch das reißt, das wäre jetzt schade. Dann müsstet ihr wieder alles abreißen. Ja, also immer schön mit Gefühl und langsam machen, dass das Papier eben eine Chance hat, sich auch zu dehnen. Dann müssen wir hier wieder doppelseitiges Klebeband anbringen. Das gleiche Spiel nochmal. Jetzt mache ich es nämlich mal so, dass ich es hinterher mit abschneiden kann. Das macht es mir dann auch etwas einfacher, als wenn ich da diese schrägen Ecken habe. So, ups. Und letzte Seite. Dann nehme ich jetzt, ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie es geht, nehme ich jetzt mein Eckentool und zeichne es mir einmal an. Dann geht das jetzt einfacher. Ich kann hier drauf leider nicht mit meinem Cutter schneiden, weil sonst wäre es noch einfacher. Und dann fangen wir auch hier wieder mit einer langen Seite an. Wo ist mein Flüssigkleber? Das mache ich nochmal hier ein bisschen Flüssigkleber mit hin. Mit einer langen Seite an, kippe es so über die Kante und lasse es dann fallen. Dann kann ich es hier noch mal schön feststreichen und die Ecke umlegen. Dann machen wir das mit der anderen Seite auch. Ich hatte erst überlegt, als ich das Album gebastelt hat, euch da schon mitzunehmen.
aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, wenn es dann schief geht, dann hast du alles umsonst gemacht. Und es ist ja schon immer noch mal was anderes, wenn man es erstmal für sich vorbastelt, als daraus, man weiß, wo die Reise hingeht, daraus dann ein Video zu machen. Irgendwie will der die Ecke nicht. Schön die Ecke rein und einmal umlegen. Und somit habe ich auch hier schön gestanzte Ecken. So. Jetzt müsst ihr euch, ich knick's noch mal so ein paar Mal hin und her, weil letztendlich, das könnt ihr auch hier sehen, wenn das Album zugebunden ist, dann steht es schön. Ich finde es auch total süß, dass man das so ins Regal oder auf den Schrank stellen kann. So, jetzt müsst ihr euch überlegen, wo soll euer Vorder- oder eure Rückseite sein? Ich glaube, meine Vorderseite ist das. Und zwar habe ich ja hier als Verschluss so ein kleines Brett. Das ist so ein Brett. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier so eine Kiste bei mir. Da sind lauter solche Bretts drin. Und da hatte ich mal irgendwann, fragt mich nicht wo, ich meine im Teddy, das war auch noch reduziert, so kleine süße Bretts hier so für so Mädchenalben gekriegt. Es gibt hier auch noch anders. Also ich habe hier so Regenschirme und hier sind so kleine Luftballons und was sind das? Pinguine? Keine Ahnung, egal. Dann gibt es ja auch, wenn man so ein rustikales machen will, wie so Schrauben sieht das aus, auch total witzig. Oder eben diese normalen Musterklammern, die gehen natürlich auch. Und bei Action habe ich die mal gekauft, hier in verschiedenen Farben. Und ich habe jetzt tatsächlich hier einen rausgenommen, weil das so schön zu dem Papier passte. Und es soll ja jetzt auch kein Kinderalbum werden, sondern mein Jahresalbum. Und zwar habe ich hier diese Blume genommen, weil ich fand, das passte ganz schön hier zu dem Papier. Und ihr braucht, also ich packe das mal wieder weg. Ich habe jetzt hier zwei Kreise gemacht, zwei in 3/4 Zoll, die habe ich mir ausgestanzt. So, nehmen wir jetzt mal hier raus. Und ich habe extra zwei genommen und habe die übereinander gelegt oder übereinander geklebt, weil ich das mehr Stabilität wollte. Also ich wollte, dass das eben ein bisschen griffiger ist. Jetzt ist es so, dass wir ein Löchlein brauchen. Wir brauchen ein Loch hier vorne im Album und wir müssen auch hier durchstanzen. Und ich habe es bei dem Album, Gott sei Dank habe ich es vorher mal probiert mit der Crocodile gemacht. Die ist viel zu groß. Selbst das kleine Loch der Crocodile war mir zu groß, weil dann dieser Brett, der ist ja nicht so dick, da drin immer hin und her geschwommen ist. Ich habe mir mal so einen Mini, so Stanzen gekauft. Ich habe erst die gekauft und habe dann festgestellt, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Wie kriege ich das jetzt, dass es fokussiert? Da. Da seht ihr, wenn ich so halte, ungefähr die Größe des Lochs, die der stanzt, war mir auch noch zu groß. Meine allererste war diese. Also die stanzt so groß, das ist, als wenn ich mit dem Locher stanzen würde. Und dann habe ich noch mal geguckt und habe dann diese gefunden. Da ist so ein ganz, ganz kleines Miniloch. Leider steht hier nirgendwo drauf, wie viel Zoll das hat. Also ich habe alles abgesucht. Hier diese Griffe sind auch abnehmbar. Aber nirgendwo steht hier drauf, wie groß die Stanze, also dieses Loch ist. Also es muss sehr, sehr klein sein. Also wie gesagt, das kleinste Loch der Crocodile ist noch zu groß. Ja. Und ich mache es jetzt so, dass ich mir diese beiden Kreise übereinander klebe. Wobei, ich habe es gar nicht so gemacht. Ich habe es gar nicht so gemacht. Aber wir versuchen es jetzt mal. Weil ich es nämlich sehr schwierig finde, bei einem Kreis jetzt hier genau die Mitte zu treffen. Darum habe ich es dann nämlich doch noch wieder anders gemacht. Ich versuche es jetzt mal, ob es mir gelingt. Oh, ist total gelungen. Weil im Normalfall, ja nicht ganz, aber oh gut. Weil im Normalfall ist es eigentlich besser. Ihr würdet, das ist jetzt der Farbkarton, den ich hier hatte, im Prinzip diesen Farbkarton nehmen, mit dieser Stanze ein Loch reinstanzen, ja, und dann erst
Moment, falsche Schublade. Eure Kreisstanze nehmen. Und das ist dann deutlich einfacher zu positionieren, dass hier jetzt das Loch genau in der Mitte ist. Ja, das ist deutlich einfacher als diesen Kreis zu. Jetzt lasse ich den aber, weil das ist eigentlich ganz gut geworden. Aber das nochmal so als kleiner Tipp, wenn ihr so ein kleines Loch irgendwo haben müsst. So. Jetzt brauche ich ja auch das Loch hier. Und das messe ich mir tatsächlich aus. Das sind ja 10,5. Aber ich glaube, ich würde lieber mein Geodreieck dafür nehmen. Ich bin nach unten gegangen. Ich meine, lass mich hier mal gucken. Ich meine 2,5 cm. Genau. Also ich lege mir das jetzt hier so an, dass ich rechts und links gleich viel Abstand habe. Und dann habe ich auf dem Geodreieck ja hier oben auch genau sehen kann, wo 2,5 ist. Ne, hier sind 2, das sind 2,5, hier unten käme 3. Und hier habe ich jetzt genau die Mitte. Und da würde ich mir jetzt hier so einen kleinen Punkt setzen. Und da stand ich mir jetzt, und das hat auch funktioniert, ich war überrascht. Aber das müsst ihr machen, bevor ihr jetzt noch von innen da was verklebt. Stand ich mir jetzt hier, da kann ich seitlich da reingucken, wo diese Nadel runterkommt. Das ist natürlich bei dem dicken Papier nicht so schön. Und jetzt habe ich zu feste gedrückt, weil das Loch war schon längst da. Mal gucken, ob ich das noch retten kann. Mist. Hm. Wahrscheinlich. Aber es kommt noch Designerpapier drüber. Deshalb hoffe ich mal, dass man es nicht so sieht. So. Und jetzt stecke ich diesen Brett im Prinzip hier durch. Das ist schon nicht so wirklich mittig, ne? Ah, jetzt bleibt es so. So. Und dann durch dieses Mini-Loch. Und dann falte ich das hinten auseinander. Also diese Klammern sind auch kleiner als die, die ich hatte hier bei diesem Teddybär. Weil wir dürfen natürlich nicht zu stramm werden, weil hier soll ja hinterher noch das Band drum. Ja. So, ein bisschen wieder rausziehen. Dann fixiere ich mir das hier hinten mit doppelseitigem Klebeband. Dann mache ich jetzt doppelseitiges Klebeband drüber, dass mir der schon mal nicht mehr so verrutscht. Das können wir dann auch abmachen. Und erst jetzt beklebe ich von innen die Seiten. Guck jetzt, dass ich hier überall den gleichen Abstand habe. Hier unten sieht man es hinterher sowieso nicht. Und zwar haben diese Stücke 13,2 mal 9,8. Wenn euch das zu wenig ist, müsst ihr sie halt selbst ausmessen und gucken, was euch besser gefällt. Also ich würde das jetzt reinkleben, allerdings nicht mit dieser Seite, sondern mit dieser. Und da nehme ich jetzt tatsächlich, Flüssigkleber. So, da nehme ich jetzt auch Flüssigkleber, weil dann kann ich noch ein bisschen ruckeln. Jetzt gucke ich halt, dass ich hier vom Abstand rechts und links gleich bin und gerade bin. So, und dann klebe ich das hier auf. So, das machen wir mit der anderen Seite auch. Das Schlimmste ist auch geschafft. So. So. Jetzt habe ich mir Designerpapier für innen und außen, also für hinten und vorne geschnitten, 2x13 x 10 cm. Und das hätte ich jetzt vorher aufkleben sollen, nicht doof. Oh, Manuela. Gut, dann müssen wir es jetzt hinten machen. Natürlich muss da vorher das Designerpapier drauf, bevor ihr das Loch durchstanzt. Ich habe gewusst, das wird schief gehen. Es ging zu gut bis jetzt. Also, Mädels, ne? Designerpapier aufkleben, bevor ihr das Loch durchfuckelt.
Ich überlege gerade, ob ich es noch abgerissen kriege. Hinten, dass ich es noch mal rausnehmen könnte, aber wahrscheinlich eher nicht. Obwohl, muss es ja nur bis zur Klammer abkriegen. Es könnte klappen. Ja, hat geklappt. So, heißt, ich nehme jetzt hier die Klammer noch mal raus. Also probiert es einfach, ne? Aber nicht da drauf. Ich muss noch die Seite, falsche Seite nehmen hier. Natürlich muss vorher das Designerpapier da drauf. Ja. So. Das verdeckt mir jetzt natürlich nicht oben das, den Fauxpas mit meiner Stanze. So, und da ist es jetzt so, dass ich tatsächlich von hinten gucke, wo ist das Löchlein, und mir das vorne so ein bisschen einmal durchstoße. Ja, weil das sieht man nicht, das ist, normal würde ich es ja mit durch. So, jetzt kann das, der Brett wieder darauf. Jetzt war der schon einmal auseinandergebogen, ist das natürlich auch nicht so schick. So. Und dann biege ich der ihn hinten wieder auseinander. Und jetzt fummeln wir da auch noch mal ein Stück doppelseitiges Klebeband zwischen. Wenn ich es dann wiederfinde, da ist es. Also eine Riesenrolle, und finde sie nicht. Aber das ist ja immer, oder geht euch das auch so, wenn ich solche Projekte mache, mein Schreibtisch sieht danach aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. So, dann mache ich das jetzt noch mal, das doppelseitige Klebeband hinten drauf. Versuche das auch noch mal abzufuckeln. So, dann kommt hier nochmal Klebstoff drauf. Also das hat jetzt nochmal geklappt, das zu retten, aber natürlich denkt bitte vorher dran, dass ihr hier das Designerpapier vorher aufklebt. So. Ja. Hat doch noch geklappt. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Wäre ja jetzt wirklich schade gewesen. So, und jetzt müssen wir Folgendes machen. Und zwar müssen wir, damit wir das hier auffächern können, müssen diese Taschen aneinander geklebt werden. Ja? Und dann im Endeffekt am Ende dann ins Buch. Und zwar habe ich das auch mit doppelseitigem Klebeband gemacht. Ihr könnt aber natürlich auch Flüssigkleber nehmen. Ich fange jetzt mit der hinteren Tasche an, heißt, die lege ich mir hin. Dann suche ich meinen Anfang. Da ist er. Klebe ich im Prinzip mittig. Also das kommt jetzt nicht auf den Schnaps an. Einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf die Tüte. Bei der letzten und bei der ersten muss es von beiden Seiten sein, weil die ja auch dann noch ins Album eingeklebt wird. So, und alle anderen nur immer auf die Vorderseite, weil die andere Tüte hat es ja schon. Ja, so. Dann kommt der November. Ihr könnt euch natürlich auch eine Markierung setzen, wo dass ihr genau die Mitte erwischt. Aber ich finde, das sieht man so auch ganz gut. Und deshalb mache ich es per Augenmaß. Ich finde, das ist wirklich eine eigentlich schnelle, weil die Bindung in Anführungsstrichen nicht so kompliziert ist. Ein relativ schnelles Album. Das einzig Aufwendige ist eben jetzt dieses Cover. Aber ich finde auch, dadurch, dass man das eben so schön hinstellen kann, ist auch gut, wenn das mit so fester Graupappe passiert. Ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, mit Graupappe in 1,5 mm seid ihr auch bestens bedient. Aber ich hatte jetzt keine mehr und habe gedacht, okay, dann nimmst du halt 2 mm. Dadurch ist das natürlich mächtig schwer, und das ist ja jetzt noch gar nicht wirklich großartig gefüllt. Heißt, da muss ja auch noch das ein oder andere rein.
Aber letztendlich ist es egal, es lässt sich ja wirklich schön fächern. Und wenn was drin ist, fächert sich es ja noch mehr auseinander. Und es ist ja kein Album im eigentlichen Sinne, wo man so durchblättert, sondern wo man dann im Prinzip die Einleger, die wir gleich noch machen, oder Text rauszieht oder eben Sachen mit reinlegt in die Täschchen. Was ich auch so überlegt habe, was auch vielleicht eine schöne Idee wäre, jemanden Besonderen, das macht man ja nicht, so ein Album macht man ja nicht für alle Menschen, aber jemanden, der einem am Herzen liegt, dem es vielleicht nicht so gut geht, so einen Achtsamkeitskalender zu schenken. Sprich, man macht eben auch so ein Album mit 12 Tüten für jeden Monat ein, mit einem schönen Spruch und vielleicht einen kleinen Gutschein oder eben so eine To-Do-Liste. Ne? Heute, setz dich heute mit einem Buch aufs Sofa und trink einen schönen Tee oder einen Kakao dazu, einen Kaffee. Ne? Dass man so sowas, das also dafür finde ich, ist das auch prädestiniert. Finde ich auch total schön. Und hier sind wir im Januar, heißt hier muss ich auf beiden Seiten kleben. Dabei hätte ich gar nicht gemusst. Nee, egal jetzt. So, und jetzt mein ultimativer Tipp, damit man die schön übereinander kriegt, habe ich hier mein Falzbrett. Ich ziehe euch mal ein Stück raus. Da kann ich jetzt diese Tüten, und ich mache jetzt hier vom Dezember, mit dem fange ich an, nur die Seite ab, also die kommt ja hinterher ins Album, und lege mir das schön plan hier und hier an die Kante. Und dann nehme ich die nächste Tüte vom November und dock die hier oben und unten schön an. Und da die Tüten alle gleich sind, sind die dann immer auch schön übereinander. Also das finde ich eine richtig schöne Methode, um, wenn ich Sachen übereinander schichten muss, diese auch wirklich gleichmäßig übereinander zu kriegen. Ja? Oben und unten an. Und drauf. Und das macht ihr eben mit allen Tüten. Komm schon. So. Ja, drückt ihr zu, dass die oben und unten immer schön zusammen anliegen. Und dann werden die übereinander geklebt. Und wie gesagt, dadurch macht es mir das einfacher, viel, viel einfacher. Solche Sachen, weil da bin ich dann auch nicht so der Held drin, muss ich zugeben. Also da kacke ich auch regelmäßig, dass das wirklich schön übereinander ist. Schon mal abmachen. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Reihenfolge geachtet, aber jetzt müsste der Juni kommen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht... Aber dann wird halt ein Schild drüber geklebt mit dem richtigen Monat. So. Ich mache die doch erst ab. Und klar, je höher ihr kommt, da müsst ihr hier schon mal ein bisschen runterdrücken, damit ihr noch übereinander kommt. Ich ziehe euch mal ein Stück runter. So könnt ihr es viel besser sehen. Wie gesagt, ich drücke es dann hier runter, drücke es hier oben in die Ecke, hier schön an den Rand. Auch aufpassen, dass das Paket da drunter so liegt. Abziehen, das nächste nehmen. Schön hier an den Rand gucken, dass das Päckchen darunter auch so gut liegt. Und so hätte ich das niemals so sauber übereinander gekriegt. Ja, also im Leben nicht. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Tipp. Ich habe das auch irgendwo mal gesehen. Könnte aber jetzt auch gar nicht mehr sagen, wo. Habe es aber nie ausprobiert, weil es sich nicht ergeben hat. Und als ich jetzt das erste Album gemacht habe, habe ich gedacht, Mensch, ja, und hier war Blödsinn, ne? Also auf dem letzten, auf dem Januar braucht ihr auch nur vorne das, weil ihr habt auf dem Februar ja schon. Jetzt ist es da, jetzt machen wir es drauf, aber im Prinzip Quatsch mit Soße. Da braucht ihr keine zwei, ihr braucht nur auf dem Dezember im Prinzip zwei. So, dann mal das ganze Zeug weg. Dann kann auch das wieder weg. Damit ich überhaupt noch irgendwo dran komme. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen tricky. Und zwar habe ich es jetzt so gemacht, ich habe jetzt vom Dezember hinten das abgezogen. Habe das aufgestellt und habe mir die hier vermittelt, dass ich sehe, eben hier bin ich rechts und links, habe ich gleich viel
Platz zum Album. Ja. Steck das ganz tief hier unten an die Kante und klappe dann das Teil rüber. So, das ist noch relativ einfach. Schwierig wird es jetzt natürlich auf dieser Seite, weil da habe ich ja nicht den Druck. Ich muss es ja im Prinzip so ein Stück hier unten auseinanderziehen, um überhaupt bis hier rüber zu kommen. Ja. Irgendwo hängt es hier auf. Wenn hier meine Tüten nicht richtig aufgehen, dann geht es natürlich nicht. Nochmal gucken, hier die Tüte geht nicht richtig auf. Warum nicht? Warum nicht? Oh Gott, da habe ich zu hoch geklebt. Was habe ich denn hier gemacht? Da habe ich Klebeband. Ach ja, ja, guck mal, da müsste ich den Februar schon reparieren. Da hatte ich ja den Januar aus Versehen und da bis oben hin das Klebeband dran. Das ist natürlich nicht schön. Also, wie gesagt, der Januar braucht ja auch auf der Rückseite gar kein Klebeband. Jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie abgerollt kriege. Weil sonst kann ich es ja gar nicht bis unten hinziehen. Ui, ui. So. Also wie gesagt, das Februar muss ich mir gleich nochmal machen. So, jetzt kann ich aber die Tüten auseinander. Weil wenn die Tüten nicht auseinander gehen, dann geht es gar nicht weit genug auf. Ja, dass ihr es hier runterziehen könntet. So. Und jetzt könnt ihr es hier aber wirklich rüberfächern bis an den Rand. Und da muss es ja auch hin. Es muss ja jetzt hier schön gerade bis an den Rand. Und dann könnt ihr von hier aus mit dem Falzbein rein, bis zum Ende, ganz wichtig. Und das da richtig andrücken. So. Vielleicht kann ich es auch einfach nur ankleben. Gucken, ob das geht. Es ist ja für mich. Und ich habe ja auch den Mist gemacht. Ich lasse es, glaube ich. So, und somit fächert sich euer Album schön auf. Ja, ihr seid jetzt hier unten schön bündig am Boden und auch hier rechts und links. Und somit fächert sich das Album wirklich schön auf und ihr könnt es befüllen. Befüllt habe ich es mit zwei unterschiedlichen Dingen. Ich habe einmal, und zwar habe ich das abwechselnd gemacht, eben ein bisschen hier wegräumen. Und zwar einmal habe ich Text gemacht, und zwar 6 Stück. Ich habe die jetzt, weil ich ja auch die Seiten hier so gestaltet habe, habe ich jetzt abwechselnd, mache ich das dann. Sprich, da kommt ein Tag und ich habe die dann auch ein bisschen mit dem Designerpapier noch verschönt und in dem nächsten kommt dann eben dieses andere Teil rein. Habe ich jetzt hier irgendwo doppelt? Nein. Oder ich habe, ach nee, ich mache ja noch einen Tag. Ja, gut. So, und den Tag habe ich wie folgt gemacht. Und zwar sind die Tags, ihr braucht die 6 mal, 11,5 mal 8,5. Und die Kordel, die ich da oben genommen habe, sind ungefähr 12 cm. Und dann habe ich jetzt hier für mich auch diese schräge Ecke genommen. Die einfach abgeschrägt. Und dann haben wir hier vorne ja diesen Schlitz. Und dann habt ihr hier so eine Mitte. Ihr könnt es abmessen. Ich habe es nicht getan. Ich habe es eingelegt hinten, dass es anliegt und geguckt, wo ungefähr wo die Mitte ist. Und habe mir hier oben das eingestanzt. Dann macht ihr euch das Stückchen Band. Wie gesagt, die hat ungefähr 12 cm. Da braucht ihr eben auch gar nicht viel. Die kann zwar oben rausgucken, soll aber ja nicht, wer weiß, wie viel oben rausgucken. Und dann zieht es. Ja, das ist eine. Ich finde die Kordel mega schön, gerade für solche Alben, weil die so steif ist. Die ist auch nicht von SU. Zeige euch die gleich, wo ich die gekauft habe. Aber ich finde, die ist prädestiniert dafür, weil wenn ich jetzt andere Kordeln nehme, die so weich ist und weich fällt, dann schneide ich das oben noch mal ein bisschen ab. So. Und zwar ist das vom Teddy. Das ist so Bastelkordel, nennt die sich. Und die, das ist in 4 Farben. Und die steht so schön. Und hier bei dem Album, auch beim Zubinden, dadurch, dass die nicht so weich ist,
lässt die sich schön in die richtige Richtung und sie steht so ein bisschen ab. Und das fand ich eben sehr, sehr schön. Das sind die Kordeln bei SU leider nicht. Und die sind auch nicht so dünn wie diese hier und dann in farbig. Also die farbigen Kordeln sind alle immer deutlich dicker. Und dann habe ich eben, wie ihr ja gesehen habt, diese Tags selber auch noch ein bisschen mit Resten versehen. Ja, da könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Ihr könnt auch noch zusätzliche Taschen einbauen, dass ihr hier unten das anklebt, dass man da noch was reinstecken kann. Ja, dann nehmt ihr dann einfach einen Rest noch. Ich glaube, bei dem habe ich es so gemacht. Ja, hier seht ihr, da ist eine Tasche. Da könnte ich jetzt noch ein Bild reinstecken oder eine Eintrittskarte reinstecken oder. Und ja, den dekoriere ich dann später. Da müsst ihr jetzt ja nicht bei sein, wenn ich meine Reste benutze. So, und dann habe ich noch solche Klappkarten gemacht. Ja, die man so da reinstecken kann. Und die habe ich eben auch gestaltet. Ich habe jetzt hier so ein uraltes Set von Stampin' Up. Da ist so ein Fotoapparat bei. Hier habe ich jetzt noch gar nichts drauf gemacht. Da weiß ich eben auch noch nicht, wie ich es dekorieren will. Aber das sollte jetzt einfach mal nur so ein, ja, zeigen, wie es geht. Und dazu benötigt ihr Farbkarton. Ich habe jetzt auch bei diesen Sachen und auch bei den Tags immer den extra starken genommen, nur bei dem nicht. Also den Tags habe ich extra stark genommen und hier, das ist normaler Grundweiß-Farbkarton. Und davon braucht ihr 6 x 23 x 8,5 und das falzen wir einfach in der Mitte bei 11,5. So. Da habe ich jetzt auch nicht großartig Geschiss gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ich möchte unten die Ecken abgerundet haben. Heißt, dann nehme ich meinen Eckenabrunder wieder und runde mir hier unten die Ecken ab. So, und dann werden diese Karten eben auch hier, ich habe es eben abwechselnd gemacht, einfach hier reingeschoben. Wie gesagt, ich habe sie jetzt auch noch nicht alle durchdekoriert. Dadurch, dass ihr die Karten dann unten abrundet, gehen sie auch ganz gut da rein. Wobei, man muss es nicht. Also hier, die habe ich nicht abgerundet, seht ihr ja, weil ich die noch gar nicht gestaltet habe. Hab ich jetzt, da fehlt eine. So, ihr könnt natürlich auch sagen, nee, ich mache nur so Fotomappen. Und jetzt ist das ja, und das ist eben das Schöne, jetzt sind da ja diese Fotomappen drin, die Texte, aber ja noch gar keine Fotos, noch gar keine Erinnerung. Und es ist schon relativ dick. Aber das ist egal. Dadurch, dass ihr es mit einer Kordel zubindet. Und da würde ich jetzt auch tatsächlich wieder diese Kordel nehmen. Ich würde jetzt aber nicht, so wie hier, habe ich ja noch was dran gebammelt mit Baby. Das würde ich jetzt so nicht tun. Das sind fünf, nee, sechs, fünf Fäden sind es, glaube ich, ne? So viele habe ich nicht genommen, weil mir das zu viel gewesen wäre. Ich würde jetzt das Pink vielleicht, was habe ich genommen? Drei, ne? Ich würde das Pink vielleicht jetzt rauslassen. Die sind ja nicht zusammen. Und dann würde ich mir das abwickeln. Das Pink kann ich hinterher immer noch einzeln verwenden. Jetzt habe ich das hier oben auch gar nicht großartig verknotet, muss ich sagen. Ich habe das einmal drum nur gewickelt und hier hängen lassen und dann geguckt, wie viel ich hiervon brauche. Ja, habe dann ein bisschen mehr dran gelassen. Dann dreht ihr es einfach hier durch und schneidet es hier unten ab. Und letztendlich, was ihr dann da dran bamselt und macht und wie es ihr noch weiter ausdekorieren wollt, das ist ja eine Geschichte, das ist ja auch eine Geschmackssache. Ich bin mir da auch noch gar nicht ganz sicher, deshalb werde ich das jetzt auch noch nicht machen. Ja, und das war's. Ja, wir haben es geschafft. Also wir sind unter einer Stunde, somit müsste eigentlich das funktioniert haben. Ich hoffe, dass euch diese kleine Anleitung gefällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nachbastelt und mich dann vielleicht verlinkt, damit ich es sehen kann. Und wie gesagt, sobald ich jetzt irgendwie doch noch rauskriege, von wem dieses Ursprungsvideo war, wo ich mich natürlich recht herzlich bedanke, weil ich finde es zuckersüß, ich finde es total schön und eben für so viele Gelegenheiten auch, ja, machbar. Eine Freundin gestern sagte zu mir, boah, das wäre ja auch ein mega schönes Hochzeitsgeschenk. Ne, dass man so dem Brautpaar, dass die so ihr erstes Jahr festhalten in diesem Album. Aber wie gesagt, euch fallen dazu sicherlich noch ganz viele andere Dinge ein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Vielleicht mögt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten findet ihr mich auf Facebook oder auf Instagram. Da bin ich deutlich öfter auch aktiv. Und da seht ihr viel mehr Projekte von mir. Und wenn ihr da mal was seht,
was euch gefällt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht, so wie jetzt hier bei dem Mini-Album auch, dass mich viele angeschrieben haben, ob ich da nicht eine Anleitung zu machen kann. Also auch bei Insta findet ihr mich unter elas.bastelstube und ich wünsche euch einen bezaubernden Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.